Hey Conny, was hast denn du da vorbereitet? Wir nähen noch keine Knöpflöcher in Wald. Das hat die letzten Male auch nicht gescheit funktioniert. Da brauchst du musst was dazwischenlegen. Ach Felix, schau einfach mal mit zu, dann siehst du, dass das funktioniert. Du brauchst einfach das richtige Füßchen. Na gut. Hi, wir sind Conny und Felix vom Nähmaschinen aus Scharschuh und wir haben uns jetzt mal schnell hingesetzt, um euch das lang ersehnte Video zu präsentieren zum optionalen Knopflochfuß. Wichtig ist mir gleich mal vorab zu sagen, da komme ich aber am Schluss auch nochmal drauf, dieser Knopflochfuß, wir zeigen das jetzt mal exemplarisch an einer NV 1800 von Brother. Den gibt es für unterschiedliche Maschinen, für unterschiedliche Hersteller und eigentlich die Verfahrensweise ist immer gleich. Also wenn ihr das jetzt hier seht und ihr besitzt eine Bernina, ihr besitzt eine Bernett, ihr besitzt eine Yuki, völlig wurscht, im Prinzip ist die Nutzungsweise immer gleich. Also schaut es euch auf jeden Fall an, dann seht ihr, wie es funktioniert. Und ja, Conny, erklär uns mal, was ist der optionale Knopflochfuß und warum brauchen wir den überhaupt? Warum brauchen wir den? Also es ist so, ihr kennt ja normalerweise an euren Nähmaschinen die Knopflochfüße. Ich denke, meistens schauen sie so aus in der heutigen Zeit, dass ich hier hinten meinen Knopf einlegen kann und damit im Grunde genommen diesen Knopflochfuß so nähen kann. Da habe ich gleich einen Einwurf. Das ist ja das Einstufenknopfloch, also die Einstufenknopflochautomatik, genau. Haben ganz viele Maschinen. Mhm. Bernina, und ich habe sie vorhin nur schon mal gleich erwähnt, haben ja ein anderes System. Bei denen misst man ja den Knopf über den Bildschirm ab. Mhm. Aber auch hier funktioniert das mit der Knopflochschiene, also auch da gibt es sie. Richtig. Mit diesem Füßchen kann es aber sein, das funktioniert in der Regel super, aber mit diesem Füßchen kann es sein, je nachdem, was für ein Material man benähen möchte, wo man die Knopflöcher rein haben will, dass man eventuell doch ein bisschen hängen bleibt, dass das Knopfloch nicht so schön gearbeitet wird, nicht wirklich in der Länge erscheint, wie man es möchte, weil die Maschine irgendwo hängen bleibt. Und dafür... Gerade weil er halt einfach nur von oben drauf drückt, ganz oder? Genau. Und dafür gibt es jetzt diesen optionalen Knopflochfuß. Und das ist eine tolle Sache, weil er eine zusätzliche, und ihr seht es hier im unteren Bereich, eine zusätzliche Führungsschiene hat. Mhm. Und der Stoff quasi hier dazwischen kommt. Was mir und damit da auch, leichter laufen kann. Was mir da auch positiv aufgefallen ist, es ist aus Metall gemacht. Mhm. Das heißt, du hast wirklich eine schöne Auflagefläche. Teilweise sind die Füße auch von unten dann gummiert. Dann kann man noch angenehmer damit arbeiten. Und, ganz wichtig, während mit dem normalen Standardknopflochfuß, zum Beispiel bei Brother, nur eine gewisse, etwas kleinere Größe an Knopflöchern möglich ist, ist hier die Größe nochmal deutlich erweitert worden. Also auch größere Knöpfe, Trachtenknöpfe oder ähnliches, kann man hiermit gut verarbeiten. Richtig. Und gerade weil du so im Trachtenbereich jetzt schon bist, viele, die gerne Walk vernähen, Wollstoffe vernähen, flauschige Sachen vernähen, tun sich einfach, wenn dieses Material zweifach, dreifach, je nachdem ist, wahnsinnig schwer mit ihren Maschinen da ein Knopfloch, ein schönes Knopfloch reinzubringen. Ja. Und ein schöner Knopf und ein schönes Knopfloch ist einfach ein sehr dekoratives Element. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt mal, genau. Den Knopflochfuß ansetzen, im Grunde genommen, wie ihr euren Nähfuß sonst auch ansetzt. Mhm. Und natürlich nicht vergessen, zusätzlich hier den Knopflochabtaster nach unten ziehen. Mhm. Hinten sitzt wie gewohnt der Knopf drin, das heißt, die Größe ist dadurch fixiert. Aber auch hier keine Veränderung. Eigentlich keine Veränderung, alles gleich. Im Grunde genommen ist ja hier oben das Oberteil dieses Füßchens genau gleich wie das, was man bisher kennt. Nur die Schiene ist dazu gekommen. Der Unterschied kommt jetzt, wenn wir den doppelten Nähfußhub nutzen. Da sieht man, genau, wo man auch den Stoff einlegen wird müssen. Genau. Nämlich richtig, zwischen den Fuß und die Schiene. Jawohl. Und genau das ist nämlich der Witz. Du kannst es schon mal super festhalten. Umso höher du das Füßchen natürlich heben kannst, desto leichter tut sich die Maschine. Oder tut man sich beim Einlegen des Stoffes. Und ich kann hier schön arbeiten. Und ab jetzt ist es fixiert? Ganz genau. Und je nachdem, wie ich ihn einlege, ob ich ihn zweifach, dreifach einlege, kann ich dann hier wunderbar meine Knopflöcher machen. Mhm. Ich habe jetzt hier oben ein kleines Ziergarn drin. Mal schauen, was rauskommt. Wir gucken uns das mal an. Und dann ein Knopfloch gewählt. Es gibt ja verschiedene Knopflocharten. Ich habe jetzt mal ein ganz normales, breites Standardknopfloch gewählt. Ich habe jetzt nicht mal, es wird oft in der Beschreibung auch gesagt, man kann ein Vlies verwenden. Mhm. Das ist jetzt hier zum Beispiel dieses wasserlösliche Vlies, das ich hinterher wieder rausnehmen kann. Einfach durch Austupfen verschwindet das wieder. Ich habe es jetzt mal nicht verwendet, weil im Grunde genommen wollen wir es so einfach wie möglich haben. Genau. Ich will nicht mit 1000 Sachen außenrum noch irgendwas machen müssen, sondern eigentlich soll es mir mein Füßchen jetzt machen. Soll Spaß machen. Und, genau, und meine Maschine machen.
Okay, wir starten einfach mal. Jetzt mache ich es aber noch so, bevor wir beginnen. Ich hebe das Füßchen nochmal an. Mich stört nämlich, wenn am Anfang bei meinem ersten Knopfloch der Faden hier an der Seite so weghängt. Hast du da einen Tipp für uns? Ja. Mhm. Einmal auf die Nadeltaste gehen. Okay. Und nochmal auf die Nadeltaste gehen. Und mit einem kleinen Gegenstand hier reinfahren, sodass ihr den Faden schon unten habt. Dann steht der nämlich nicht hoch. Das ist schlau. Das ist schlau. Weil ansonsten sind die Füße ja doch rundherum geschlossen, dann ist man gar nicht so einfach. Genau. So. Und jetzt schauen wir mal. Ich lege das hier mal schön ein. Und habe jetzt hier eine doppelte Lage. Das ist auch wirklich ein relativ dicker Walk. So. Ja, ist ein schöner, weicher Rollwalk. Und wir starten einfach mal. Und man sieht, glaube ich, schon so vom Gefühl her, dass sie ordentlich rückwärts geht, ordentlich vorwärts geht. Sonst sieht es manchmal wirklich so aus, dass man denkt, oh, sie bleibt auf der Stelle stehen. Und das ist hier eben jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Jetzt näht sie die Raupen, oder? Ganz genau. Also sie hat jetzt schon umgedreht, hat die Raupe genäht, vernäht hier hinten. Wir wissen ja, sie bleibt dann selber stehen. Ich kann meinen Fadenabschneider nutzen und das Füßchen natürlich anheben. Und damit ist mein Knopfloch fix und fertig. Und so einfach und schnell kannst du mit dem optionalen Ohne Hilfe, ohne alles andere, funktioniert das Knopfloch hier super. Und jetzt nochmal kurz abschließend. Wir haben es uns hier mal zur Seite gelegt. Wir haben es vorhin ja auch schon gesagt. Also je nach Hersteller habt ihr unterschiedliche Knopflochfüße. Bei Brother wird unterschieden zwischen der NV und F-Serie. Mhm. Da gibt es einen Knopflochfuß. Mhm. Und dann zur VQ2-Serie. Und da, ich will jetzt nichts Falsches sagen. VQ2. Aber ich hab gesehen, wie die Conny beim Probieren vorher, auch sogar mit der VQ2, und das ist wieder so toll irgendwo, wenn man das mitbekommt, aber du hast sogar dreilagig diesen Wollwalk mit einem Knopfloch verarbeitet, ohne dass du was dazwischen liegen hattest. Ja. Also es ist schon Wahnsinn, hängt dann natürlich immer von den Maschinen ab. Da gibt es zweierlei, dann gibt es für die Bernette, gibt es eine Schiene, die man extra kauft, damit man den Fuß ganz normal weiterverwenden kann. Auch bei Bernina kauft man eine Schiene zum Fuß 3A, die dann quasi ergänzt wird. Also, damit ihr einfach Bescheid wisst, aber wenn ihr da Fragen dazu habt, wir packen euch das auf jeden Fall unten auch nochmal mit rein unter unser Video. Dann könnt ihr die Links abrufen, ansonsten meldet euch gerne persönlich bei uns. Und wenn ihr noch Fragen habt oder euch noch irgendwas interessiert oder ihr sagt, hey, das mit dem Zubehör gefällt mir, aber mich würde was komplett anderes noch als Zubehör interessieren. Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Lasst einfach was nennet der Nachricht da. Wir freuen uns da immer und wir sind für Anregungen immer dankbar. Ja, genau. Wir wünschen uns einfach, dass ihr teilhabt. Bis dann. Tschüss.